myself from evil. I can't keep myself from evil. Ich habe ja immer so ein Faible für Autoren, von denen man nicht weiß, wie man sie eigentlich zu kategorisieren hat. Und Hamsun gehört natürlich als Zeitperson, als literarisch explodierender Mensch des 19. Jahrhunderts, ist das 20. Jahrhundert eingeleitet. Also wenn man Hunger liest, dann fühlt man sich natürlich sofort ertappt, auch an den Hungerkünstler von Kafka zu denken, an die Romane von Beckett, also er ist an Proust, an die großen Neuerer der Literatur des 20. Jahrhunderts. Ist natürlich immer, dass man nicht nur eine Autobahn geradeaus fährt, sondern die Umwege wählt. Und die Umwege, die sind diese Lust am Detail, an ganz kleinen Sachen. Ihr Name? Andreas Tangen. Beruf? Journalist. Bei welchem Blatt? Morgenbladet. Ist nicht der Rede wert. Er muss ein Feuer, ein Streichholz unter dem Tisch anzünden, weil er kann diesen Ton nicht hören. Er hat alle Knöpfe an seinem Jackett. Er geht über einen Teppich, damit, wenn sie runterfallen, aufgefangen werden von solch einem anderen Gegenstand. Es sind so Details, wo man sagen kann, natürlich haben die eine starke neurotische Fixierung. Das sind so Sachen, wo man genauer als genau hinguckt. Das hat sowas von einer Vivisektion auch. Also man operiert am offenen Herzen, ohne Narkose. Es ist nie der Durchschnitt, es ist nie die Psychologie, es ist keine Kaffeehausliteratur. Es ist etwas, was man sich erkämpfen muss. Und was immer, wo man sagen kann, es ist ein psychopathogener Charakter. Ich konnte nicht mehr, hatte ich mich nicht immer rechtschaffen gehalten. Auch wenn es schlimm ging, war ich immer rechtschaffen geblieben. Und was hatte ich davon gehabt? Hatte ich etwa einen Bissen Brot, an dem ich wenigstens lutschen konnte? Nein, jetzt muss Schluss sein. Hatte ich mich nicht vor Krämerseelen erniedrigt und rumgeheult? Nein, ich...